Sagen mit Luke Wild. Sag mal, Paul, ich war heute mit der Brockenbande bei der Teufelsmauer. Emma wollte wissen, warum die so heißt. Und mich würde das auch mal interessieren. Bin ja schließlich dein Meisterschüler im Erzählen und will mal genauso gut werden wie du. Oder besser. Also, dann mal rein in die Sage, wie die Teufelsmauer ihren Namen bekam. Meistererzähler haben mir berichtet, dass Gott und der Teufel einst gemeinsam über den Harz herrschten. Aber wie das so oft so ist, mit dem gemeinsamen Herrschen hat es natürlich nicht funktioniert. Und? Glück auf, ihr beiden! Hallo, Birdie. Wir sprechen gerade über die gemeinsame Herrschaft von Gott und dem Teufel über den Harz. Na, wir teilen uns zwar mein Haus, aber ich bin ja nun kein Teufel. Du meinst sicher die Sage von der Teufelsmauer, Luke? Genau. Wo war ich gerade? Gott und der Teufel wollten den Streit beenden und den Harz aufteilen. Das fruchtbare Flachland beanspruchte Gott für sich. Der gierige Teufel wollte das Erz behalten und dafür brauchte er die Berge. Aber Gott traute dem Teufel nicht und machte zur Bedingung, dass dieser eine hohe Mauer um sein Gebiet bauen sollte. Na, das fiel dem Teufel doch sicher nicht schwer, oder? Naja. Genau, naja. Denn Gott ist ja nicht dumm. Er legte eine Bauzeit fest. Der Teufel musste in einer Nacht bis zum Morgengrauen fertig werden. Und der Teufel ließ sich darauf ein? Hochmut kommt vor dem Fall, sage ich da nur. Der Teufel legte los und hatte keine Probleme, die Mauer in der Dunkelheit sehr schnell, sehr hoch zu bauen. Ist ja schließlich auch sein Element, die Dunkelheit. Ich sehe ihn richtig schuften, den Teufel. Stein auf Stein schmeißen, dass die Funken fliegen. Zu, du alter Dreizack, ich will dir die Berge lassen. Du bekommst, was dir zu sichern du vermagst. Aber bedenke, du musst flink sein, darfst die Zeiger nicht verpassen. Ich geb dir Zeit hin bis zum morgengrauen Schlag. Stein auf Stein, du kannst dich voll auf mich verlassen. Sieh nur zu, wie ich die Ziegel höher trag. Das hast du dir wohl nicht gedacht, dass mich das Werk so rührig macht. Bald schon gehört das Erz zu mir und auch die Hälfte dieses Schatzes hier im Harz. Und was passierte dann? Tja, ein Hahn brachte die Wende. So einer wie der von Nachbarin Martha? Genau. Marthas Hahn bringt auch jeden Morgen die Winde aus der Dunkelheit des Schlafs und reißt mich aus meinen inspirierenden, lebendigen Träumen in den grellen Tag der Realitäten. Da spricht der Autorennachwuchs. Aber so sind sie tatsächlich, die Hähne. Auch der Teufel wurde von einem Hahn in die Realität zurückgeholt. Gott hätte sicher nicht mit ihm einem unersättlichen Ausbeuter teilen wollen. Und so ging, als der Teufel mit seiner Mauer fast fertig war, ganz in der Nähe eine Bäuerin zum Markt. Die kam aus Timmenrode. Ich weiß nicht, ob Gott sie ein wenig geschubst hat, aber die Bäuerin stolperte und der Hahn im Korb erschreckte sich so sehr, dass er lauthals zu krähen begann. Der Teufel hielt dies für den morgendlichen Weckruf und sah sein Vorhaben gescheitert. Vor Wut über das verlorene Erz riss er alles ein, was bis dahin teuflisch gemauert war. Na, alter Meistererzähler, hast wohl auch die Entstehung der Teufelsmauer miterlebt, oder? Ja, eine Mauer, die nicht nur den Harz geteilt hat. Du warst dabei? Kann ich mir vorstellen, als Hahn im Korb. Gekräht habe ich sicher. Denn eins habe ich aus der Sage gelernt. Wenn man nur laut genug kräht, fällt auch eine noch so hohe Mauer.